Willkommen zurück zu Super Metroid. Ja, Freunde, es geht weiter. Und ich habe mein Versprechen wahrgemacht. Ich bin offline nach Norfair gereist. War ein gutes Stück. Ist gut, dass ich es offline gemacht habe. Denn sonst hätten wir garantiert einen ganzen Part verblembert. Aber wie ihr seht, da unten ist noch was. Nicht viel Blaues, aber ich sehe da so ein Boss-Symbol. Und tja, ein Boss muss noch fallen, damit wir in das finale Gebiet können. Ja. Also los, wollen wir keine Zeit verlieren. Ich habe nichts an Extras gesammelt, ihr habt nichts verpasst. All das machen wir gemeinsam in den optionalen Parts, die nach diesem Kapitel beginnen, bevor wir das finale Kapitel öffnen. So, da ist jetzt die Stelle. Und dank unseres neuen Anzuges macht uns Lava nichts mehr aus. Und deswegen können wir jetzt erstmals hier, ohne zu sterben, durch. Ganz gemütlich. Das macht uns mal überhaupt mal gar nichts hier. So. Und auch hier gilt man natürlich wieder, ich habe sehr wenig Erinnerung an das Ganze. Und das ist so eine Stelle, da braucht man eben auch unseren besonderen Jump hier. Ansonsten wird man da jetzt nicht hochkommen. Das könnte man mit dem Walljump dank diesen Gesellen vergessen. Tja, wir haben alles, um hier weiterzumachen. Und ab jetzt wird das Spiel erst so richtig fies. Gehen wir erstmal, bevor wir den Aufzug benutzen, hier weiter. Oh ja, ein Speicherpunkt, den nehme ich doch gerne mit. Okay. Möge der Terror beginnen. Es geht tiefer ins untere Gebiet von Norfair. Lauscht mal dieser Musik jetzt. Na toll. Also wollte ich das ein. Okay. Von hinten geht's anscheinend, oder? Ne, mit dem Jump nicht, okay. Erstmal wieder warm werden mit den Viechern. Oh, ist nicht gemein. Okay, Missiles, oder? Ja, Missiles tut weh. Oh, wie viel die fressen? Okay. Super Missile, wenn einer vielleicht. Noch nicht einmal zwei. Boah, was sind das für Viecher? Und was die abziehen? Ich weiß ja, warum ich das Gebiet nicht mag. Also das wird jetzt wirklich fordernd. Das wird jetzt richtig ungemütlich für uns. Aber na gut, da müssen wir durch. Na komm. Aber naja, man erwartet es ja auch irgendwie, ne? Oh, hallo, mein Freund. Die sind jetzt nicht so das Problem. Genauer gesagt, überhaupt kein Problem. Die sind auch viel zu fett für diesen engen Gang. Einfach drauf hier. Was war denn das eben? Hallo? Willst du sterben? Was immer auch du auch bist. Weil ich muss jetzt hier hoch, weißt du? Bevor ich hochgehe, gucke ich mich erst noch ein bisschen um. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Nee. Scheinbar nicht. Schade. Okay, dann weiter. Oh, wir haben auch alle Viecher getötet. Das hat mir die Tür verraten. Oder eben auch nicht. Ja, genau. Gib mir mal Energie. Oh ja, das untere Norfair. Also, im Vergleich zu Maridia wird hier der Schwierigkeitsgrad nochmal deutlich angezogen, finde ich. So. So macht man das. Ich sollte öfters mit dem da rumrennen. So, wo geht's durch? Oh, hier kann man nur durchfallen. Ja. Ah, von links könnte ich aber irgendwie reinkommen. Okay. Ja, super, dann komme ich von links rein. Ah, ich sehe es. Der erste Block ist noch safe. Okay. Müsste ich mir merken fürs nächste Mal dann. Ja, toll, aber ich kann hier jetzt nichts machen, ne? Super. Toll, Leute.
Also gerade mal umsonst den ganzen Weg geschlappt, oder wie? Ist das eher so eine Art Rückweg? Toll, toll. Gut, dann heißt es zurückgehen. Es sei denn, hier ist noch irgendwo was, aber glaube ich irgendwie nicht. Okay. Kann ich eigentlich durchrennen jetzt? Ja, ne? Bringt mir nur nichts. Aber das sind wieder meine Freunde, aber ich muss euch zum Glück nicht machen. Boah, die sind echt fies. Ich weiß nicht, wenn ich an meinen Waffen was ändern würde, ob die dann... Das können wir mal kurz probieren. Es gibt nämlich manchmal so die bestimmte Waffen, da sind sie einfach immun. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Plasma gegen den Spacer wechsle, mal gucken, ob die dann Schaden bekommen. Ich will es einfach mal testen. Nee, kriegen sie auch keinen Schaden. Okay, dann lassen wir die generell. Okay. Wieder wechseln. An und für sich ist der Plasma ja besser. Okay, das da unten ist jetzt natürlich Säure. Die würde uns wehtun. Das heißt, wir sollten aufpassen. Der hat uns fast angespuckt. Ah, die können wir aber schön töten. Das ist ja toll. Das ist toll, dass man die jetzt auf einmal töten kann. Das ging früher auch noch nicht. Ah! Voll getroffen, dieses Mistvieh. Kann ich irgendwie... Nee, da kann ich nichts ändern, dass hier so komische Lava-Dinger hervorkommen. Du hörst auf zu spucken, das gehört sich nicht. So. Okay, ich höre schon die Tür. Dann ab mit uns. Ab durch die Tür. Ja, ich glaube, das Gebiet ist auch nochmal richtig groß. Ich kann zwar nicht mal einschätzen, ich kann auch den Boss überhaupt nicht mal einschätzen. Ich habe keine Ahnung mehr über den Boss. Also ich weiß, wer kommt, klar. Der Erzfeind, wie man so schön sagt, aber... kann man da... Nee, sieht nur so aus. Okay, ja, dann heißt es hoffen, dass mein Jump hier funktioniert. Ja, wie eine Eins. So muss das immer funktionieren. Aha, Powerbomben werden hier benötigt. Habe ich genug. Oh, mein Freund. Ich werde mich mal wieder reinsetzen. Mal gucken, wo er mich hinführt. Ich hoffe, das wird mir nicht wehtun. Bin ich in deiner Hand immun, wenn es jetzt nach unten geht? Ich hoffe es einfach mal. Ah, noch besser. Er macht die Säure weg. Das ist nett. Danke. Das ist sehr nett von ihm. Hast was gut bei mir. Wenn die ganze Scheiße hier vorbei ist, wir beide. Na egal, erstmal weitermachen. Ist die Säure wirklich komplett weg? Ja, alles hier in den Abfluss gesogen worden. Der hat also quasi den Stöpsel gezogen, kann man sagen. Krass. So, okay, Stöpsel. Ich werde auch gleich mich dazu gesellen und, ja, mich fallen lassen. Nicht runter. Machen wir das doch. So, und da ist wieder unsere Lieblingssäure, aber so tief wollen wir eh nicht. Oh, was bist denn du für einer? Wow, ich werde angespuckt hier. Mann. Kann ich euch töten? Ja, ich kann die Dinger töten. Ich will gar nicht wissen, was die können. Das ist am besten einfach gleich töten. Da hinten sehe ich schon einen Flügel. Weg damit. Brauche euch nicht. Du bleibst eisig. Steht dir viel besser wie rot. Und weiter, oder? Kurzer Check. Ich glaube nicht, dass es hier was gibt, aber ich gucke lieber zweimal. Okay, hier ändert sich die Musik. Das machen die jetzt doch nicht wegen Missiles, so eine Musikveränderung. Ja, ihr mich auch, Leute. Hm, toll. Aber ich stoße an die Wand, dann funktioniert mein Jump nicht, ne? Befürchte ich. Na gut, selbst wenn, es ist nur... Hm. Ah, hat geklappt. Das sind zwar nur Missiles, aber was soll's. Tja, und dann fallen lassen, oder wie? Will ich das? Muss ich das? Ja, ich muss wohl. Hm. Angst. Die Musik kommt. Ne? Na gut, komm. Okay, was erwartet mich hier? Ich hab grad... Jetzt kommt nicht schon der Boss, oder? Boss, wo... Oh nein. Kommt jetzt der Boss?
Ich dachte, das war größer, das Gebiet. Hallo? Hier ist dicht. Hä? Was? Oh. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Und das wird nicht einfach. Okay, ich nehme die Supermissiles. Hi. Den kennen wir ja eigentlich schon. Und das ist diesmal kein Freund. Wir haben schon mal gegen so eine Art gekämpft. Nur ist der viel, viel stärker. Ich weiß nicht mehr genau, wie er funktioniert. Auf den Kopf, ne? Ja, immer auf den Kopf. Wenn möglich, bitte treffen. Oh, oh. Aber der macht auch ganz schön viel Schaden hier. Oh, der fängt meine Supermissiles ab. Du Babsack. Der fängt die ab. Das ist schlecht. Also er fängt nicht jede ab, zum Glück, aber er fängt viele ab. Ja, super. Hopp, jetzt haben wir auf, die abzufangen. Okay, nee, so wird das nichts. Hey, so wird das nichts. Wie stehst du zu Powerbomben? Ich weiß gar nicht mehr, wie man das macht. Nee, das tut ihm überhaupt nicht weh. Oh, dann macht er. Alter, der hat voll die gleichen Waffen wie ich hier. Nee. Okay. Bei Missiles wird er wahrscheinlich das gleiche machen. Oder? Machst du bei Missiles das gleiche? Fängst du die ab? Hallo? Jetzt frisst doch mal Missiles. Hä, was macht er jetzt? Steht einfach nur cool da. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, den machen wir mit der normalen Waffe. Die kann er mir bestimmt nicht abfangen. Oder? Ja. Komm, machen wir mit der normalen Waffe hier. Jetzt hör doch mal auf mit dem Mist. Okay, immer schön aufladen. Ich denke, mir fällt gerade keine bessere Taktik ein. Ich hoffe einfach, dass er nicht so viel aushält. Aber ich halt auch bald nicht mehr viel aus. Gott, oh Gott. Ja, das kann ja was werden. Ja, die Dinger muss ich vielleicht... Ja, gut, die Dinger sollte ich vielleicht mal töten dann. Ich muss mehr ausweichen. Oh Gott, ich glaube, ich werde zum ersten Mal verrecken, oder? Der wird ja nicht mal ansatzweise... Doch, langsam verfärbt das sich, aber ich kam leider ein bisschen zu spät auf den Trichter. Ich kam leider ein bisschen zu spät drauf, wie ich es abmachen soll. Da die Dinger töten, dann kriege ich vielleicht... Schitte. Komm her. Friss das Dach. Töten, 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 töten. Ja. Nein, keine Missiles. Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Oh Gott, also wenn der sich jetzt erst braun färbt und dann rot, dann habe ich ein Problem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ich hab ihn! Oh! Zum Glück färbt er sich nicht rot. Uiuiui. Aber mit dem hatte ich schon immer ganz große Schwierigkeiten, das weiß ich noch. Oh, war das schlecht. Uiuiuiuiuiui. Aber nichts mit erster Tod. Wir bleiben am Leben. Ist. Ach ne, das waren die Missiles, was ich mir da oben gekrallt habe, ne? Gut, schauen wir mal, ob hier noch irgendwas ist, aber ich glaube hier nicht. Oh Mann! Leute, also der hat abrocken. Das war natürlich nur ein Zwischenboss. Uns erwartet noch eine ganz andere Bestie hier. Ah, aber hier ist unsere Belohnung. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das ist. Was ist denn das? Die Screw Attack! Okay, cool! Die hätte ich eigentlich komplett vergessen, aber die ist gut, oder? Sieht jetzt nicht großartig anders aus wie sonst auch. Ist die aktiviert? Screw, wo steht denn die überhaupt? Screw Attack. Screw Attack? Ach da, bei Misk. Moment. Ah! Wir müssen jetzt nicht mehr hier großartig aufladen und das hier machen. Wir können das jetzt, wir sind jetzt immer hier mächtig und tun Aua. Screw Attack ist geil. Oh Gott, die habe ich komplett vergessen, sorry. So, wollen wir erstmal hier hochkommen, oder? Vielleicht, da ist vielleicht noch was für uns. Klingt jetzt auch voll cool, finde ich. Ah, einfach durchbrechen. So, ist auf der anderen Seite noch was? Nee, gut, dann gehen wir mal den Weg, anstatt den unteren. Ist ja alles für uns neu. Oh, okay, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt wirklich hin will. Oder was ist da unten? Geht's da zum Boss? Ich weiß es nicht, oder geht's hier zum Boss? Ach Mann, wenn ich nur mal was wüsste. Jetzt will ich doch lieber erstmal den anderen Weg gehen. Nicht, dass da irgendwie so nur so ein kleiner Gang ist oder so. Mal gucken. Was ist hier? Ah, oh ja. Zum Glück habe ich nachgeschaut. Das können wir ja sowas von gebrauchen. Wir sind wieder voll aufgeladen. Geil. Okay,
nochmal einen Blick auf die Karte. Das ging so schnell jetzt, ne? Aber es sieht relativ vollständig aus, was wir da getrieben haben. Gut. Dann weiter unseres Weges. Ja, und hier gehen sie auch schon nochmal sicher, dass man die True Attack auch ja eingesammelt hat. Ist auch nochmal ein Indiz dafür, dass es hier weitergehen muss. So, das ist alles ein bisschen beknackt. Oh, kann ich euch... Nee, kann ich nicht. Okay. Wow. Wow, Leute. Was für ein irrer Raum hier. Ah, doch. Ich kann sie doch zerstören. Geil. Kann ich sogar noch ein bisschen... Ach so, die waren vereist und dann ging's nicht. Ha, cool. Aber ansonsten wird's gehen. Ach man. Genau, die ganzen schönen Super-Missiles, die will ich wieder haben. Die ich total umsonst drauf gepeffert hab. Ach komm. Oh, wie dumm ist das denn jetzt? Jetzt verpfeffer ich sie wieder. Bin ich echt gut drin. Ich bin auch ein so Idiot, ey. Ich hau die ganze Zeit Missiles raus anstatt Super Missiles. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. So, was haben wir hier? Hier wird es wieder hochgehen, aber das ist altbekanntes Gebiet da oben. Ja gut, dann runter her, ne? Sieht so aus, als würde es hier runtergehen. Nee, tut's nicht. Gut. Soll mir recht sein. Ich werde nicht rumheulen. Weiter. Was passiert hier? Wahrscheinlich steigt die Säure oder so. Oh, okay. Ich soll hier lang. Alles klar. Mit meinem tollen Ding einfach durchsprechen. Yeah! Das macht Bock. Das macht Bock. Aber jetzt habe ich das mir ein bisschen lange dumm angeguckt. Das könnte... Nein? Okay. Das war noch in Ordnung. So. Nein, meine Hassfreunde. Aber kann ich euch auch damit? Ah, shit. Ich will doch nur gucken, ob ich euch damit töten kann. Jawohl. Ey, das ist ja die ultimative Attacke hier. Komm her. Lass mich doch gerne mal fallen. Komm, meine Freunde, kommt. Ey, wieso kann ich nicht nach oben? Komm, nochmal. Ey. Das ist starrig. Ah. Muss man hier des Öfteren drücken und drücken. Hm, seltsam. Ja. Ah! Okay, die Wand ist schon mal offen. Komm. Hopsa. Jawohl, jetzt hast du es. Samus, so funktioniert das. So, da ist ein Freund, schnell. Ah, das sind viele Freunde. Nein, nicht den Sprung. Du weißt doch, was ich will. Ach, dann lasse einfach in Ruhe. Nein, geht nicht. Ich muss da weiter. Bams. Oh je. Wie viel Schaden die machen. Kann ich euch auch töten? Nee. Hey, ich war doch... Steht jetzt echt blöd da. Geh. Halt die Klappe, ey. Lass mich mal durch da. Ja, ich weiß, effektiv ist das nicht. Will ich da runterfallen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich... Ah, ich kann nicht hoch. Oh, oh, oh. Es geht nicht nach oben. Manchmal geht das einfach nicht. Oh Gott, ich glaube, jetzt ist es gleich um mich geschehen. Scheiße. Ah, das macht weh. Das macht so weh. Okay. 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 Nein. Oh Gott. Ich will nicht sterben. Bitte nicht. Das wäre so episch, mal ein Let's Play ohne Game Over zu erleben. Das wäre so ultra episch. Aber es sieht gerade sehr schlecht aus. Oh Mann, ich brauche einen Tank. Ich brauche Aufladung. Oh, hier würde ich runterfallen können. Hier könnte ich runterfallen, wenn ich wollte. Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Was ist denn da? Oh Gott, ist doch schon ganz schön groß. Hm, runter oder rechts? Oben geht nichts, oder? Nee. Hm. Na, hier sieht es nicht gerade einladend aus. Ich probiere es einfach mal mit unten. Vielleicht ist da ein Bonus. Bitte lass ein Bonus sein. Irgendwas Angenehmes, was gut tut. Irgendwas Tolles. Eine Aufladestation oder sowas. Wo bin ich hier, ey? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber es ist umso besser. Umso mehr macht's Bock. Okay, komm, ich werde dich einfach total chillig so töten. Auch wenn's... Na gut, eins gehe ich noch runter. Wo wird mich dieser Weg hinführen?
So, du Flattervieh. Ah, wenigstens ein bisschen Energie. Gefährlich sind die ja nicht. Okay, was haben wir hier? Okay, jetzt kriegen wir langsam ein paar. Okay, Speicherpunkte ist schon mal sehr gut. Jetzt haben wir da einige Wege zur Wahl noch. Der ist clean. Gehen wir mal weiter runter. Aber ich habe schon fast das Gefühl, dass das der reguläre Weg ist. Und oben rechts ist Boni. Ich weiß nicht. Oh, oh. Die sind jetzt natürlich auch wieder da, klar. Nee. Ah, doch, 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 da ist was. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. So, das wirkt dann doch mehr nach Bonus. Oder doch nicht. Wenn es da mit einer Powerbombe runtergeht, könnte ich noch durch. Oder doch? Oder nein? Nö, ich kann es nur kaputt machen, diese hässlichen Statuen. Bringt mir noch nichts. Okay, ja, es könnte sein, dass... Ach komm, wir gehen einfach. Jetzt haben wir den Weg eingeschlagen. Jetzt habe ich keinen Bock mehr zurückzugehen. Früher oder später werden wir eh alles checken. Das sieht ja auch wieder stylisch hier aus. Aha, da kommt eine... Probieren wir doch mal hier weiterzukommen. Okay, großes Etwas. Ist aber auch nicht mehr so das Problem. Auch von der Decke nicht. Schön langsam machen, dann kann da eigentlich nichts passieren. Was ist denn das? Ist das was Böses? Ich hoffe nicht, oder? Hallo? Was bist du? Ich weiß es nicht. Okay, ist nur Zierde. Eine sehr behinderliche Zierde, möchte ich meinen. So, ich glaube, da geht's runter, ne? Mit Powerbomben, okay. Erstmal hier weiter. Na, da geht nichts mehr, oder? Kurz reinblicken. Ah, doch, da ist was. Aha. Nee, nee, die Powerbomben sind das offensichtlichere, finde ich. Ich gehe erstmal da lang. Oh yeah! Wenn wir schon beim Thema Powerbomben sind. Schön. Okay. Hier ist sonst nichts. Na dann, ab in die Tiefe. Aber ich habe die große Befürchtung, dass wir wirklich straightforward zum Boss gehen. Ich hoffe nur, dass dazwischen nochmal so ein Energietank kommt oder so. Okay. Ah, das war eng. Na gut, dann gehe ich halt hier rein. Lass mich hier mal reinfallen. Ah, wie so ein klassischer Bomb bei Super Mario. Das kriege ich hin. Das bin ich gewohnt, so ein Zeug. Ah! Ach, jetzt bin ich wegen meiner Bombe. Sagt nichts. Sagt einfach nichts dazu. Kann man hier einen auf Märtyrer machen und was bekommen? Nee. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Stopp. Lass mich mal überlegen. Oh, ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Ihr seht es schon. Ja gut, aber ich muss die Viecher plätten. Ansonsten gehen mir die gehörigst auf den Senkel. Oh nee, die prallen alles ab hier. Das gibt's doch nicht. Aber wenn ich das vielleicht auflade, habe ich das schon probiert überhaupt? Das gibt's doch nicht! Alter, Powerbombe vielleicht? Bestimmt nicht. Hey, wie soll... Na gut, mit der Attacke natürlich. Ah! Ey, dann kicken die auch noch da. Nein, die Kette, das geht auch nicht. Ich werd verrückt. Sind die überhaupt... Mach... ich muss die machen. Moment mal. Super Missiles habe ich jetzt noch nicht probiert. Das ist das Einzige. Missiles ging nicht. Ich muss die machen. Ich werd verrückt. Von hinten vielleicht. Ja, toll. Ist auch so einfach, ne? Aber den hätte ich... Ah, der wurde eben gelb. Und dann ist er... Warum wurde der eben gelb? Oh, ich weiß es voll nicht mehr, ne? Nö.
Das gibt's doch nicht, ey. Jetzt ist er gelb. Ah, alles klar. Das war nur ein ganz kurzer Moment, wo die mal... Ich weiß auch nicht genau, wie ich das hervorrufe. Ich da ihm reinlatsche. So, jetzt wieder. Ah, jetzt. Och, Mann. Och, Leute, das schaffe ich nicht. Ja, doch, ich muss das schaffen. Komm. Jetzt wieder. Ah. Nein, och, nee. Mann, ist das scheiße. Oh Gott, ich brauche unbedingt eine Hilfsstation hier. Hopp, hüpf wieder. Ey, wieso? Sonst hüpfst du doch dann immer, wenn du getreten hast, oder? Ja! Wenigstens hinterlassen sie ein bisschen was. So, noch so ein Ninja. Alien-Ninja-Typi da. Hopp, das bringt mir nichts. Mach was. Ja, jetzt rüber. Hä? Sonst machst du doch... Oh nein, ich bin gleich tot. Jetzt aber, komm. Yo! Nein! Komm. Du Arsch! Komm! Okay, den habe ich einmal. Jetzt hört er nicht mehr auf! Junge! Jetzt geht's um alles, Leute. Boah, ist er aggressiv! Nein! Da ist es passiert. Nein, ist es noch nicht. Wir haben noch einen Reservetank. Beziehungsweise zwei. Aber wenn der jetzt leer ist, bin ich wirklich tot. Komm schon! Oh. Boah! Oh Mann! Oh Mann, sind die widerlich! Ich kann doch so nicht zum letzten Boss, Leute. Das könnt ihr mir nicht antun. Ich muss mich irgendwie auftanken. Ich würde sogar sagen, bei den Viechern könnte man sich auftanken, oder? Ja! Eine Tankstation. Ich bin so glücklich gerade. Ich kann hier tanken. Ich kann tanken. Erstmal das wieder und das nervt mich noch ein bisschen. Oh, zurücklehnen. Ja, wenn ich so auf die Uhr gucke, hat das Martyrium für heute ein Ende. Aber meine Chancen wachsen gerade ungemein, dass wir vielleicht wirklich kein Game-Over-Screen sehen werden. Das kommt natürlich auch darauf an, wie wir uns bei dem kommenden Boss anstellen, den wir natürlich das nächste Mal ja, begegnen werden. Der Weg ist nicht mehr weit. Ich weiß, ich habe noch ein paar Wege offen, aber genau nach diesem Boss nehme ich mir alle eure Parts, wie gesagt, eure Kommentare zu Herzen und dann fange ich an hier Backtracking. Dann gehen wir von Norfair, würde ich sagen, machen wir alles durch in Norfair, gehen dann über zu Brinstar, Krateria, das Wreckchip, Meridia, so in der Art. Das werden dann so nach dem Boss dann nochmal so drei Bonusparts, denke ich mal. Oder optionale Parts, nennen wir es lieber optionale Parts. Ja, das ist der Plan. Aber mal sehen, ob auch alles gut läuft beim Boss. Wer weiß, wer weiß. Gut, Freunde, ich meine, hier kann nichts passieren. Selbst ich kann an dieser Stelle nicht failen. Ja, da lehne ich mich weit aus dem Fenster, ne? Ich werde diesen Part an dieser Stelle beenden. Ich werde mich hier voll und ganz auftanken mit allen Sachen, sei es jetzt Missiles, Bomben und natürlich Energie. Und sobald ich das erledigt habe, schalte ich euch wieder rein, aber dann heißt es schon, ja, dann beginnt schon der nächste Part. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer genau. In diesem Sinne wünsche ich euch was, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Super Metroid.